Der Bikepark Willingen und seine World Cup Downhill Line. Die Strecke mit den wohl meisten Features und den unterschiedlichsten Linien in diesem Park. Jedes Mal, wenn ich in Willingen gewesen bin, musste ich mir die Downhill-Strecke erneut anschauen und ich hatte jedes Mal das Gefühl, ich würde sie das erste Mal fahren. Heute wollen wir das ändern, indem wir uns die Strecke mal richtig anschauen und alle Linien erarbeiten. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute im Bikepark Willingen unterwegs und schauen uns mal explizit die Downhill-Line an. Die Downhill-Line hier in Willingen ist ja so, dass sie sehr uneinsichtig ist. Eigentlich weiß man nach jedem Absprung nicht genau, wo es hingeht. Und irgendwie, immer wenn ich hier war, hatte ich das Gefühl, ich musste wieder von vorne lernen. Und deswegen sind wir heute hier. Die Michi ist dabei, der Tom und der Julian. Und wir schauen uns so das gemeinsam ein bisschen an, schauen mal, welche Linien man so fährt und nehmen uns besonders die IXS Downhill Strecke vor, die sonst hier in den Rennen gefahren wird. Und die ist nämlich ein bisschen anders als alle anderen Linien, die man fahren kann, weil es gibt ziemlich viele. Wir nehmen euch heute mit und sprechen so ein bisschen drüber, warum die World Cup Line hier einfach so schwer ist und warum es so uneinsichtig ist. Und ja, nehmen euch einfach mit, wie wir uns die Lines erarbeiten. Viel Spaß beim Video. Ich persönlich finde, besonders der erste Abschnitt der Downhill-Strecke ist besonders herausfordernd, weil hinter jedem Absatz irgendwie doch was anderes wartet, als man sich irgendwie denkt. Und eigentlich müsste man einen kompletten Trackwalk machen, um sich komplett die Strecke mal einzuprägen und zu schauen, wo man welche Impulse setzen muss und so weiter. Zum Beispiel der Wunder. Ich hab einen Stein ganz mies erwischt, ey. Oh je, oh je. Ich weiß da auch nicht, wo die Line ist. Auf jeden Fall springt man, glaube ich. Ich würde sagen, einfach komplett gerade durch. Ja, dann kommt man auf das Steingap. Das weiß ich aber nicht, wie das gesteckt ist. Nach dem ersten Abschnitt geht es dann in den Wald, wo es sofort in ein Wurzelfeld geht. Und auch hier sind wieder unglaublich viele Linien möglich zu fahren. Unsere Mission an dem Tag war allerdings, die schnellsten herauszusuchen und diese dann auch zu fahren. Halt wie gesagt hier, wenn du hier stehst, ne? Weil guck mal, wie das hier runter geht, das ist halt schon, also es ist jetzt nicht schwer, aber wenn du schnell bist, ja, ja, dann kann halt sein, dass du nach vorne kippst. Deswegen hier musst du auf jeden Fall abbremsen, das Stück. Weil abziehen kannst du den nicht mit dem Stein da unten. Nee, du musst den halt rollen. Ne? Ja, den hat Nina Hoffmann auch komplett abgebremst hier. Und dann fährst du da durch die Bäume, da wo eigentlich auch am meisten abgefahren ist. Und da unten dann durch die Kurve. Also das Stück bin ich tatsächlich einfach noch nie gefahren. Abbremsen. Genau, und dann da runter. Ach, da runter? Ich dachte okay. Da runter. Ne, du bist falsch gefahren jetzt, genau. Ja, ich hätte da jetzt gemusst. Genau, hier und dann da runter, ja. Also du gehst hier gut in die Eisen, rollst den ab und dann geht's in den Wald rein. Thank you.
Schwierige ist das Tempo rausnehmen, ne? Ich probiere das jetzt mal einfach runterzurollen. Ich wenigstens mal die Linie gefahren bin. Nachdem wir uns auch dieses Stück mit der kniffligen Stelle, wo man einmal praktisch fast auf Null runterbremsen muss, angeschaut haben, wollten wir den nächsten Abschnitt fahren und haben uns an einer weiteren Stelle verabredet, um wieder anzuhalten und die nächsten Linien rauszusuchen. Ja. Dann hier rechts. Ja, ja, das andere ist, glaube ich, gesperrt auch. Ja, die Leine ist jetzt hier unten. Boah, das war eine Scheißlinie. Boah, das war richtig scheiße. Ich bin über den Baumstumpf gefahren, weil ich dachte, es ist kürzer. Ja, das war richtig scheiße. Oh. Oh, Leute. Schon sagen, so eine Downhill-Strecke sich zu erarbeiten und immer wieder Linien zu suchen, ist schon was anderes. Vor allem, wenn man sich jetzt vorstellt, dass das auch noch abgesteckt ist alles und man echt so gezwungen ist, die Linien zu fahren. Jetzt haben wir uns die Linien so rausgesucht, dass es ja ungefähr passt, so wie beim IXS Cup hier. Ja, aber ist auf jeden Fall schon eine andere Nummer. Macht aber Spaß, ist mal was komplett anderes. Nicht immer nur zu ballern, sondern so ein bisschen mit Köpfchen zu fahren. Wir sind immer noch auf der ersten Abfahrt, machen Sektion für Sektion so und ja, die richtige Abfahrt hoffentlich schaffen wir heute auch noch. Ich glaube ja, ich weiß es noch nicht. Ja, ich habe die Inside genommen, aber die war gar nicht meins. War eh schon verrutscht. Ja. Müssen wir gleich mal gucken. Ja, komm, Julian! Jo Leute, ihr habt's gesehen, der ganze Trainingsrun ist sozusagen früher geendet,
als gewollt. Ich werde jetzt gleich zum Schluss das Stück auf jeden Fall nochmal runterfahren. Ganz entspannt, langsam, dass ich davor halt nicht so Angst kriege. Aber mein Rücken, die Rippen, die tun schon gut weh gerade. Deswegen ja, ist für mich auf jeden Fall heute erstmal so grob der Tag erstmal gelaufen. Ich habe aber aus diesem Tag ein ganz wichtiges Learning für mich mitgenommen. Und zwar, ich weiß gar nicht, ich habe das gar nicht so erzählt. Ich glaube, der Tom hat es ein bisschen mehr thematisiert. Und zwar ging es darum, ein paar Downhill-Amateurrennen nächstes Jahr mitzufahren. Ich habe erstmal gesagt, so, yo, können wir machen. Wollten so einige von uns, wollten irgendwie so ein paar Rennen fahren. Unter anderem halt der Tom, der, ich glaube, er ist der Einzige, der das schon so ein bisschen announced hat. Ich wollte eigentlich auch mitfahren. Aber der Tag heute hat mir gezeigt, dass ich das auf jeden Fall nicht mache. Der Sturz war so, ich wollte halt diese Linie fahren, aber eigentlich habe ich diese Linie gar nicht gefühlt und ich wäre eigentlich instinktiv außen gefahren. Die Linie ist natürlich dann langsamer als die Linie inside zu fahren. Ich zeige euch das mal hier kurz in GoPro-Perspektive nochmal. Da seht ihr einfach, links ist die kürzere Linie, rechts ist die längere Linie. Ich wäre instinktiv eigentlich die Linie rechts gefahren, bin aber jetzt wegen dieser Trainingssession die falsche gefahren und bin das halt vollkommen falsch angefahren. Mein Hinterrad ist dann, weil ich bremsen müsste, zur Seite gegen einen Baumstumpf, mein Vorderrad verkantet und ich halt voll rein in diese Erhöhung in der Kurve. Aber das, was ich jetzt für mich mitgenommen habe, ist, dass das für mich persönlich irgendwie, ja, weiß ich nicht, ein bisschen Quatsch ist, irgendwie so ein Rennen mitzufahren. Ich dachte von Anfang an, dass ich sowas irgendwie mal machen müsste, weil es bei mir damals beim Breakdance zum Beispiel oder beim Tanzen allgemein auch so war. Da hat man Battles mitgemacht, man hat Showwettbewerbe mitgetanzt und so weiter. Und irgendwie denkt man ja, man müsste bei diesem Sport, dann dem Sportbereich auch so etwas machen. Allerdings habe ich dadurch einfach voll vergessen, warum ich eigentlich mit dem Mountainbiken so angefangen habe. Und das war eigentlich einfach nur der Spaß an der Sache, den Kopf frei zu kriegen, in der Natur zu sein, parallel auch noch Videos zu produzieren, was mir auch mega Spaß macht. Und all diese Sachen sind durch den Druck, den man sich macht, dass man besser werden will, höher, weiter, schneller springen will und so weiter, das ist irgendwie alles ein bisschen in den Hintergrund gerückt bei mir die letzten Wochen und hat auch oft irgendwie zu schlechter Stimmung geführt. Vielleicht kennt ihr das auch, dass ihr das Gefühl habt, oh, ich werde jetzt gerade irgendwie nicht besser und man versucht das dann irgendwie auf Zwang. Aber in der Zeit, als ich einfach nur gefahren bin und einfach die Sachen gefahren bin, auf die ich Bock hatte, ging das irgendwie ganz von alleine, dass man Fortschritte gemacht hat. Und klar muss man sich immer neuen Challenges stellen, aber ich habe einfach für mich gemerkt, und das ist gut, dass das jetzt heute so passiert ist irgendwie. Ich hoffe, dass halt nichts Schlimmeres an meinen Rippen oder sowas ist. Aber was hat mir einfach gezeigt, dass ich besser wieder zu dem zurückkehre, was mein Gefühl mir sagt so und nicht so viel, was der Verstand sagt, weil mein Gefühl sagt mir einfach nur, yo, wenn du Bock hast, Fahrrad fahren zu gehen, dann fährst du ein bisschen Fahrrad. Da geht es aber nicht darum, wie viel schneller man fährt oder welche Zeit man hat, welche Sprünge man gesprungen ist, welche Lines man gefahren ist, sondern man fährt das einfach nach Gefühl. Und das habe ich irgendwie ja heute für mich erkannt, dass das nicht der Weg ist, den ich so weiter bestreiten will. Deswegen auf jeden Fall hat dieser Sturz jetzt heute meine Sicht auf die Dinge auf jeden Fall ein bisschen verändert. Und ja, das heißt, vielleicht könnt ihr auch für euch so was daraus mitnehmen. Vielleicht erinnert man sich besser mal wieder daran, irgendwie, warum man angefangen hat und kehrt so zu dem zurück, was man, ja, was man einfach gerne macht, was das Gefühl einem sagt. So. Und das nicht nur beim Mountainbiken, sondern überall irgendwie. Ne? Vielleicht hat man sich oft mit seinem Verstand in irgendeine Situation verrannt, die einen eigentlich gar nicht so richtig weiterbringt und irgendwie nicht so wirklich sinnig ist und sich auch nicht so gut anfühlt. Ich hatte heute schon, das ging so los, ich fand das ganz interessant, ist auch cool mit den Jungs und so, aber so richtig gefühlt habe ich es die ganze Zeit irgendwie nicht. Und im Nachhinein, unten am Parkplatz eben, nach dem Sturz, habe ich so gesagt, so, ey, ich habe diese Line auch gar nicht gefühlt. So, klar, okay, wenn ich schneller sein will als alle anderen, muss man vielleicht die und die Line fahren, aber vielleicht bin ich einfach nicht der Typ dafür und möchte einfach nur eine gute Zeit haben, auf dem Fahrrad den Kopf ausschalten und das ist einfach auch vollkommen okay. Und da darf man sich vielleicht auch als Creator oder auch alle anderen Creator da draußen nicht immer so einen krassen Druck machen
Wer den Druck mag, cool, das bringt einen dann auch weiter. Aber ich habe heute für mich auf jeden Fall gecheckt, dass ja, mein Weg auf jeden Fall ein anderer sein sollte. Deswegen tut mir leid, Jungs. Ich bin auf jeden Fall, würde ich sagen, 95% raus nächstes Jahr. Deswegen, ja, bei mir geht es jetzt in eine andere Richtung. Ich hoffe trotzdem, das kurze Video hat euch gefallen und dass ja, dieser kleine Run hier auf der World Cup Downhill auf jeden Fall auch dem einen oder anderen so ein bisschen vielleicht die Augen geöffnet hat, dass man sich mal so eine Strecke ordentlich anschauen sollte. Weil hier ist echt nach jedem Absatz irgendwas anderes und ist eine mega coole Line. Ich finde, die macht auch übertrieben Spaß. Und ja, wir schauen uns jetzt auf jeden Fall auf der GoPro im Outro noch ganz entspannt das Stück an, wo ich gestürzt bin. Ich habe gleich eine Kameratasche um und so, deswegen fahren wir das ganz entspannt runter und ja, haben dann noch ein bisschen Spaß hier im Bikepark, aber ohne Renngedanken im Kopf. Lasst gerne ein Abo da, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao. So Leute, fahren wir zum Abschluss hier nochmal ganz gemütlich die Stelle ab, die jetzt für mich den Sturz weisen. Weil wir wollen ja keine mentale Blockade haben, oder?